So Leute, viele, viele spannende News, über die wir heute mal wieder reden werden. Wir haben Daten zu Bitcoin, Fake News bezüglich Celsius, ein sehr wichtiges Update zu Cardano, was zur SEC, was zu Tether und heute wirklich noch einiges mehr. Mit dem obersten Link in meiner Beschreibung wie immer gerne noch bei der Crypto-Exchange Bitvavo anmelden, die ersten 1000 Euro dort komplett gebührenfrei handeln und darüber hinaus dann einfach von einer billigen, sicheren und soliden Börse profitieren. Jetzt aber viel Spaß mit dem Video. So, während Bitcoin größtenteils weiter am Konsolidieren ist und sowohl das Volumen als auch die Preisschwankungen aktuell sehr gering sind, zeigen uns aber die Daten, dass der Durchschnitt der institutionellen Anleger Bitcoin im großen Maße verlässt bzw. dass hier verkauft wird. Allein in der letzten Juniwoche, also vom 20. bis zum 26. Juni, was nach dem Crash auf 17.500 Dollar war und wo Bitcoin auch schon wieder über 20.000 Dollar tradete, gab es anscheinend trotzdem Abzüge im Wert von 453 Millionen US-Dollar, so die Daten von CoinShares zu. Zumindest. Wenn man aber mal etwas genauer hinschaut, sieht man, dass ein Großteil dieser Abflüsse auf kanadische Investoren zurückgeht und genauer noch auf den Purpose Bitcoin ETF mit insgesamt minus 490 Millionen US-Dollar in Bitcoin. In den USA hingegen wurde nämlich zur selben Zeit ungefähr 50 Millionen US-Dollar in Bitcoin investiert. Hier hatte man also Zuflüsse gesehen. Aber trotzdem passt das alles immer noch irgendwie nicht so ganz zusammen. Wieso bewegt sich der BTC-Kurs mit geringem Volumen seitwärts, wenn ein absoluter Rekord an Abflüssen beobachtet wurde? Also als Vergleich. Der bisherige Rekord war gerade mal so bei 200 Millionen in einer Woche und hierauf hat CoinShares auch schon eine Antwort gegeben. Zitat: Regional stammten die Abflüsse fast ausschließlich von kanadischen Börsen und einem bestimmten Anbieter. Die Abflüsse erfolgten am 17. Juni, spiegelten sich jedoch in den Zahlen der letzten Woche aufgrund von Verzögerungen bei der Handelsberichterstattung wieder und waren wahrscheinlich für den Rückgang von Bitcoin auf 17.760 US-Dollar an diesem Wochenende verantwortlich. Also der Großteil der Abflüsse war doch am 17. Juni und CoinShares hat es einfach falsch angegeben. In der Phase nach dem Crash wurde Bitcoin also tatsächlich eher gekauft. Das zeigen auch die Nettokapitalabflüsse bei den Exchanges, die sich für den 26. Juni auf 153.849 BTC belaufen. Auch das ist ein Rekord und deutet auf eine vermehrte Kaufaktivität hin. Dann scheint der Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital endgültig zahlungsunfähig zu sein, nachdem die Handelsplattform Voyager Digital nun eine offizielle Notice of Default gegen das Unternehmen ausstellte. Die Frist von Three Arrows Capital, das geliehene Geld, also die 650 Millionen Dollar an Voyager Digital zurückzuzahlen, ist nämlich nun abgelaufen. Voyager Digital prüft deshalb jetzt auch in Anführungsstrichen rechtliche Schritte gegen Three Arrows Capital. Des Weiteren zeigt ein neuer Bericht von Chain Analysis, dass weniger als 1% aller Holder von DAOs mehr als 90% der gesamten Stimmen hatten. Genau das Gegenteil von dem, was DAOs eigentlich sein sollten, die Centralized Autonomous Organizations, also dezentral. Diese Machtkonzentration, die Chain Analysis hier aufgedeckt hat, ist aber alles andere als dezentral. Das kommt daher, da es in den meisten Fällen folgendermaßen funktioniert. Je mehr Coins, desto mehr Voting Power bzw. desto mehr Macht. Das Problem, die Gründer selbst sind oft genau die, die die meisten Coins haben und das entsprechende Projekt somit trotzdem lenken können. Und auch die, die viel Geld haben und einfach viele Coins kaufen können, können Abstimmungen leicht manipulieren. Ein Problem, was meiner Meinung nach auf jeden Fall irgendwie gelöst werden muss. Außerdem gibt es Neues zu Cardano. Nachdem die Basel Hard Fork ja nun auf den nächsten Monat verschoben wurde, erreicht das Team aber trotzdem jetzt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg dorthin. Input Output Global schrieb auf Twitter: Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass das IOG-Team die Cardano Node 1.35.0 erfolgreich markiert und veröffentlicht hat, von dem wir bestätigen können, dass er der endgültige Kandidat für die Mainnet-Version von Vasil sein wird. Zudem offenbart die Ankündigung, dass das Vasil-Upgrade endlich vollständig ist. Das bedeutet, dass die Vasil-Tests mit dem neuen Plutus V2-Code abgeschlossen sind und reibungslos mit positiven Ergebnissen in Bezug auf Leistung und Kosten verliefen. Was vielleicht auch noch interessant ist, ist, dass Charles Hoskinson jetzt offiziell bekannt gab, dass die Verzögerung der Vasil Hardfork größtenteils mit dem Absturz des Terra-Ökosystems zu tun hatte. Wieso genau, sagte er jedoch nicht. Dann hat der Vorsitzende der SEC, Gary Gensler, heute nochmal in einem Interview mit CNBC die Ansicht der SEC bekräftigt, dass Bitcoin eine Ware ist. Gensler sagte, er habe viele Kryptoassets gesehen, die Eigenschaften eines Wertpapiers hätten, fügt dabei hinzu, dass Bitcoin die einzige Kryptowährung sei, die er öffentlich als Ware bezeichnen würde. Auch wenn diese Meinung größtenteils bereits bekannt war, hat das vor allem nochmal die Diskussion eines Bitcoin-Spot-ETFs eröffnet. Hierzu schrieb der Asset-Manager bei Bloomberg, James Seyfarth: Das ist nicht neu von Gensler, aber meiner Meinung nach definitiv positiv. Leider reicht dies aber nicht aus, um die Umwandlung von GBTC, also des Grayscale Bitcoin Trusts, in einen Spot-Bitcoin-ETF zu genehmigen. Die Wahrscheinlichkeit einer SEC-Zulassung nächste Woche oder diese Woche ist unserer Meinung nach nahe Null. Eine andere interessante News heute war, dass FTX aktuell die Möglichkeit
Internet prüft, das Aktien- und Krypto-Handelsunternehmen Robinhood zu übernehmen. FTX hat Robinhood zwar noch kein offizielles Angebot gemacht und prüft den Plan anscheinend derzeit nur intern, aber die Aktie von Robinhood war deshalb trotzdem schon über 14% im Plus. Der CEO von FTX, Sam Bankman-Fried, kaufte letzten Monat schon 7,6% von Robinhood, sagte damals aber, er habe nicht die Absicht, seine Beteiligung zu verwenden, um die Richtung des Unternehmens zu ändern oder zu beeinflussen. Des Weiteren bestätigte der CEO von Tether, Paolo Arduino, dass Hedgefonds seit dem Zusammenbruch von Terra Luna Kredite in Höhe von Hunderten von Millionen Dollar geliehen haben, um USDT zu shorten. Er erklärte, dass diese Hedgefonds versuchten, den Preis von USDT zu senken, indem sie unbefristete Verträge nutzten, Leerverkäufe, also Shorts, auf Spotmärkten tätigten und Ungleichgewichte in DeFi-Pools schufen. Wenn diese Bemühungen erfolgreich gewesen wären, sagte Arduino, hätten diese Hedgefonds Druck im Wert von Milliarden von Dollar ausgeübt, bevor sie USDT zu einem erheblich niedrigeren Preis zurückgekauft hätten. Auch wenn Arduino selbst keine spezifischen Namen nannte, gab Genesis Global Trading zufälligerweise heute zu, dass ihre Hedgefondskunden Tether durch ihre Dienstleistungen geschortet haben. Und dann eine weitere News, die derzeit kursiert, ist, dass der Celsius CEO versucht hätte, aus den USA zu fliehen, am Flughafen jedoch gestoppt wurde. Das ist aber zu 99,9% falsch und ich möchte euch einfach mal zeigen, wie so etwas zustande kommt. Das hat der Analyst Plan C nämlich schön aufgedeckt. Ein random Twitter-Nutzer mit 2000 Followern schreibt einem anderen Twitter-Nutzer, in dem Fall Mike Alfred, mit knapp 100.000 Followern, dass er bestätigen könne, dass der CEO von Celsius das Land fliehen wollte und am Flughafen gestoppt oder sogar verhaftet wurde. Dieser random Typ lieferte keine Beweise oder Quellen und löschte auch noch den Beitrag, kurz nachdem Mike Alfred ihn um Beweise gebeten hat. Und was macht Mike? Er postet das Ganze als Breaking News auf seinem Account. Watcher Guru mit 1,1 Millionen Followern auf Twitter postet die News und schreibt auch noch einen Artikel darüber und andere Newsseiten sehen das dann halt irgendwie einfach als verifizierte News oder so und schreiben auch darüber. Mittlerweile hat Celsius schon bestätigt, dass dies auf jeden Fall nicht stimmt, aber es ist halt nochmal ein gutes Beispiel, was einem zeigt, dass man beim Lesen von News immer sehr vorsichtig sein sollte. So, für heute war's das. Wir sehen uns morgen wieder.